Willkommen zurück, eine neue Folge Hearthstone im Söldnermodus. Ja, wir haben in der letzten Folge das Brachland heroisch gemacht und normal mit dem neuen Q-Level. Jetzt gucken wir gleich mal, ob im Teufelswald irgendwas Neues. Nee, da ist nichts Neues da. Wir gucken einfach jetzt alles durch, nicht dass ich irgendwo was verpasst habe. So, Winterquell, auch nichts Neues. Und da haben wir, glaube ich, auch heroisch alles schon besiegt. Wenn ich mich recht entsinne. Genau. Dann müsste es weitergehen mit dem Schwarzfels. Und da fehlen nämlich noch 5 Bosse heroisch. Die ersten 6 sind hier abgeschlossen. Hier 2. Rent Schwarzfaust dürfte der nächste sein. Okay. Dann schauen wir uns das doch mal an. Also, bei Bach und Gettung können wir gleich noch was aufwerten, das ist auch gut. So, der ist auch fast vollständig, ne? Einmal die geschmolzene Klinge noch. Das wird bei ihm jetzt nicht viel ausmachen, er kriegt noch ein paar Stats hinzu, aber greift ja eh ausschließlich magischer Natur an. So, Rennschwarzfaust war grün. Das heißt, wir gehen mit unseren roten Champions rein und nehmen die Orks, um Samuro zu buffen. Grommash definitiv. Ich würde sogar Garrosh noch mit reinnehmen, die beiden Höllschreis. Und um deren Blutdurst jetzt nicht ungehindert durchzulassen, nehmen wir Frall noch mit rein, der als Schlichter hier gelten soll. Haben wir denn bei Frall mal ein neues Porträt? Nee, ich hätte leider mal, gern mal so ein Porträt gehabt, aber haben noch kein Glück gehabt, weil Frei ist immer noch das Anfangsporträt da. Der braucht auch schon noch ein paar Sachen hier zum Hochleveln. Mal sehen, ob wir da ein paar Münzen abstauben können. So, dann geht's rein. Ah, es fängt schon gut an mit den Feueranbeter. Okay. Da sollten wir Xyrella schon mal nicht mitnehmen. Zwei Feueranbeter. Definitiv sollten wir da Xyrella nicht mitnehmen. 12 Leben bei euren Orks. Das klingt gut. Also wir nehmen definitiv Frall mit rein. Wir nehmen Garrosh mit rein. Und jetzt ist die Frage, Kariel oder Grommash? Grommash hat ein bisschen wenig Leben. Komm, wir nehmen Kariel mit rein. Okay. Ja, die machen ihre Feuerbrände und der greift an. Auf wen werden sie die Feuerbrände machen? Wahrscheinlich auf Frall. Ah, guckt mal an. Warum wird das orkische Banner hier aufgezeigt? Und bei den anderen werden die Fähigkeiten nicht mitgenommen? Das ist auch komisch, ne? Nur bei Garrosh wird mir das Schmuckstück angezeigt, was er angelegt hat, bei den anderen beiden nicht. Naja, wir machen Spott, dass der sie angreift. So, hier machen wir Makora. Die Frage ist, gegen wen? Wir machen hier 2×28 Damage. Da sind wir bei 56, da hat er noch 30. Ja, komm. Wir gehen auf den in der Mitte. So, mal gucken, wen sie hier befeuern. Okay, sie befeuern Garrosh. Das ist interessant. So, ich würde sagen, wir machen das gleiche hier nochmal. Stellt euren Orks 12 Leben wieder her
und verleiht ihm plus 8 Angriff. Greift einen zufälligen Feind an. Das ist jetzt so die Frage. Hey, komm, wir machen das. Er wird mit Sicherheit ihn verbrennen, weil er ja diesen anderen Buff drauf hat. Deswegen werden wir ihm auch verstärken nochmal. Naja, viel zu erwarten. Und das hat ganz gut funktioniert. Aber ihr seht, direkt beim ersten Gegner müssen wir hier schon taktisch ziemlich ins Gewicht fallen. Sonst wird es schwierig. Ich denke, mit Grommash noch zusammen wäre es, hätten wir einen verloren. So, wir können aber unsere Orks schon mal buffen. Das ist gut. Wenn wir jetzt hier ganz links lang gehen, können wir jegliche Elite vermeiden. Müssen halt einmal einen Feueranbeter spielen, haben aber einen Geistheiler als nächstes. Deswegen machen wir das mal. Ich habe keine Ahnung mehr, was der Rennschwarzfaust kann. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wann wir den auf normal besiegt haben. Das muss ja schon Äonen her sein. Okay. Ja, ich würde gleich sagen, wir nehmen exakt dasselbe Team. Frall, Garrosh und Kariel. Das hat sehr gut funktioniert. Lenken den Angriff auf Kariel. Der greift auch an, das passt. Und ihr vernichtet direkt hier den Feueranbeter. Das ist ja, wie gesagt, der gefährlichste von den ganzen Typen. Ah, jetzt geht's auf Kariel. Alles klar. So, dann machen wir den zweiten hier fertig. Verdoppelt den Schaden. Okay. Dann möchte ich gern, der macht ja 2x44 Damage, dass er ihn angreift, Kariel sich hochheilt. Perfekt. Ja, es kommt ganz schön viel Schaden rein, wenn Frall hier zweimal angreift, ohne dass Xyrella helfen kann. Windzorn. Super. Und wir haben auch gleich noch die Quest erledigt für Malfurion. Die Natur steht euch bei. Und hier sollen wir 900 Naturschaden verursachen. Ja gut. Haben wir jetzt... Ja, mit Frall haben wir es, aber das setzen wir so gut wie nie ein. Okay. Der Geistheiler. Und der nächste Feueranbeter. Wir kommen hier aus den Feueranbetern einfach nicht raus. Aber derzeit funktioniert es noch ganz gut. Und es ist halt auch immer nur ein Feueranbeter. Am Anfang waren es zwei, das war halt richtig krass, kann man sagen. Aber jetzt mit nur einem ist es kein großes Problem. So, wir machen wieder Spott. Die beiden greifen ihn an, also Kariel an, und der Feueranbeter wird direkt vernichtet. Es geht auch auf Kariel, alles klar. So. Wir heilen hier mal hoch. Machen hier den Makora. Ne, das reicht leider nicht. Und dann machen wir einfach hier den Gewittersturm. Das war's. Und ziehen unsere Orks erstmal hoch. Okay,
Inferno. Spott. Spott. Und er kann einfach angreifen. Damit sollte der auch besiegt sein. Okay. Ja, Unterwerfung. Perfekt. Sie hat zwar noch nichts gemacht, nicht einmal eingesetzt worden in diesem Kopfgeld, aber wir haben schon die perfekte Kombi rausgezogen. Jetzt geht's gegen Antonidas. Blauer Gegner. Blau, Rot und Grün haben wir. Okay. Ragnaros und Balinda. Die setzen doch einfach alle Magie ein, ne? Ja, dann nehmen wir Frall mit rein. Cyrella und den Klingenmeister. Wir haben jetzt beide Windzorn. So, 5, 4, 4. Okay. Sollte doch möglich sein, einen schon mal zu vernichten. Die macht einen Frostpfeil. Er macht Feuer und er macht Feuer mit Kombination. Das heißt, wir werden als erstes Antonidas vernichten. Und Frall wird schon mal Balinda ein bisschen schwächen. Ach Mist, ich hätte ja auf alle drei Damage machen können. Naja. Nicht dran gedacht. Ja, ein bisschen schwächen ist gut, da hat sie gleich vernichtet. So, und das ist 5er Feuer-Kombo, aber der geht jetzt eh über den Jordan. Sehr schön. Okay, das passt. So, was machen wir denn hier? Der rennt mit der Brustplatte. Ich denke, die Brustplatte ist ganz gut. So, die Quest für Illidan haben wir auch besiegt. Oder nicht besiegt, erfüllt. Ich fürchte keinen Dämon. Verursacht mit Dämonenschaden. Ja gut, das kann man dann hier mal mit, wie heißt er? Manohoff. Kombinieren am Ende. Das heißt, die Quests sind jetzt eh erstmal außen vor. Die Natur Schaden, den wir vor uns gemacht haben, der zählt natürlich nicht, weil Malfurion auch im Team sein muss. So. Die greifen wieder an, deswegen wollen wir einen Spotter dabei haben. Manchmal hakt es hier so ein bisschen, ne? So, wen greifen wir als erstes an? Setzt den Gegner in Brand. Das will ich eher nicht so. Muss nicht sein. Sehr schön. Und der stirbt gleich an Kariel noch. Ja, wird einfach weggemäht, der Gegner. Okay, aber nicht übermütig werden. Das sind jetzt nur Trash-Mobs und wir haben super Boni. Ah, also bei Kromasch. Kann auch die Brustplatte machen, sollte er als zweiter Tank notwendig sein. Handlanger Pain. Wird jetzt als nächstes hoffentlich besiegt, ohne Verluste. Sieht erstmal ganz gut aus, die greifen alle soweit physisch an. Deswegen kommt hier Kariel rein.
So, einmal Spott und wir greifen direkt die Mitte an, weil die ist als einziges blau. Die anderen kriegen 0 Angriff durch Unterdrückung. Deswegen passiert hier auch nichts. So, was macht der? Über Bord, okay. Perfekt. So kommt man ziemlich schnell zum Endboss, wenn es so gut läuft. Nehmen wir das Banner oder nehmen wir nochmal die Orks? Wahrscheinlich starte ich halt nicht mit Frall, deswegen nehmen wir einfach die Orks mit rein. Ja, da ist dann doch noch ein Feueranbeter da. Ich will den Elitekampf eigentlich nicht machen. Deswegen nehmen wir die Feueranbeter mit rein. Es ist nur ein Feueranbeter, das sollte kein Problem darstellen. Unsere Standardkombination: Kariel, Garrosh und Frall. Angriff, Angriff, das passt. Und den vernichten wir als erstes. Oha, er geht auf Frall. Interessant. Interessant. So, dann werden wir Frall mal ein bisschen buffen. Ihn mit Makora und Frall sollte die beiden dann ins Nirvana schicken können. 1 und 2. Passt. Okay, dann verstärken wir doch nochmal die Brustplatte. Und schauen uns kurz unsere Boni an. Also starke Brustplatte, Unterwerfung, Windzorn. Blutpakt, normale Brustplatte und nochmal den Wappenrock. So, Rennschwarzfaust. Was konnte der jetzt? Mal sehen, ob wir uns erinnern können, sobald wir den sehen. 2 Drachen, die blau sind, hat er neben sich. 600 Lebenspunkte, okay. Jetzt geht es zu Ende. Ein Todesröcheln macht Rennschwarzfaust wütend. Was heißt wütend? Ruft eine Kopie, nachdem ein Feind vernichtet wurde. Dem müssen wir auf jeden Fall als erstes fokussen. Jedes Mal, wenn ein benachbarter Charakter Schaden erleiden würde, erleidet stattdessen dieser Söldner den Schaden. Ah, so war das. Ha. Das heißt, es wäre eigentlich sinnvoll, Xyrella, definitiv. Und wir gehen mit vollen Angriff rein, das heißt Frall und Samuro. So, was machen die? Magma-Schlag, okay. Greift einen Feind an, er ist bis zum Ende des nächsten Zuges 3 Tempo langsamer, kann nicht geheilt werden. Okay. Hier wollen wir ihn direkt beseitigen. Hier gibt es erstmal Damage. Und dann greifen wir die hier an. Schaden wird ja rübergehen. Die Frage ist, kriegt er dann auch den doppelten Schaden? Ich glaube, das war nicht der Fall. Nee.
Aber er kriegt halt nur die 8 Damage. Okay. Das hier ist so das Problem, ne? Dass der diese Kopien ruft. Mit dem höchsten Angriff. Okay. Das dürfte Samuro sein. Ah, verdammt. Diesmal wieder zu langsam. Dann machen wir das so. Und so. Und er macht wirbelnde Klinge. Das war's. Okay. Das ist nicht gut. Jetzt haben wir schon 2 von dieser Truppe. So, wie machen wir das jetzt? Ich muss erstmal für die Allianz und meine Familie gucken, was mit Spott reinholen. Greift an. Magma-Schlag, Magma-Schlag. Okay. Also Spott. Sie wird halt jetzt sterben. Das lässt sich leider nicht verhindern. Das war's. ...34... ...34. Warum greift er nur zweimal an? Damage. Und dann ruft er noch 2 hinzu. Das ist eher so die Schwierigkeit. Diese Teile hier. Der wird jetzt über den Jordan gehen, das ist klar. Markiert den mit dem höchsten Angriff, dann machen wir die wirbelnde Klinge, dann stirbt er auf jeden Fall. Boah. 40 Damage. 40. Das hier. Und ihn hochheilen. Wow. Das ist echt übel. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die besiegen soll. Plus 7 Angriff. Das reicht halt nicht. Er kann 2 besiegen. Durch seinen Windzorn. Ja, und er kann sie halt bloß... Ja, gut. Wir greifen erstmal den mit dem höchsten Leben an.
und bringen den hier weiter nach unten, wenn er überhaupt drankommt. Meine Klinge. Da wird er nicht drankommen. Ja, toll. Ja, wir müssen jetzt die wirbelnde Klinge machen. Problem ist, die reicht halt leider nicht. So. Jetzt kann man wieder eine Kopie herbeirufen, aber die reicht halt auch nicht. Ja, die vernichtet nur zwei. Moment, wir haben es über Arsch. Ne, Moment, die haben alle weniger. Greift hier jemand sehr schnell an? Ne, wir dürften, wenn wir als erstes jetzt drankommen. Jawoll. Boah, das war knapp. Das hat gerade so ausgereicht. Heula, die Waldfee. Ich habe jetzt aber, wüsste jetzt aber auch nicht, wie ich das hätte anders machen sollen. Also du kannst halt den einen irgendwie nicht besiegen. Das Einzige, was mir noch einfällt, wäre sonst gewesen, König Knirsch reinzumachen mit seinem Jagdtrupp, weil der würde die direkt wieder vernichten, wenn er den Jagdtrupp bekommt. Ja? Aber wir haben es geschafft. Wow, das war echt eng. Okay, perfekt. Wieder ein heroisches Kopfgeld geschafft. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir weiter fortsetzen werden im Schwarzfels. Bis zum nächsten Mal. Ciao.